Im Rheinstadion bildeten die Düsseldorfer Rekordkulisse. Dann sportlich der frühe Rückstand, als Kraus nach Rummeniges Flanke zum 0:1 einköpfte. Nur 8 Minuten später schon der nächste Bayern-Treffer. Diesmal durch Rummenige, der es Tage vorher den Münchnern schriftlich gegeben hatte, weitere 4 Jahre in der Mannschaft zu spielen. Die Bayern auch ohne den verletzten Breitner mit scheinbar sicherer Führung. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Danach verkürzte Theis auf 1:2 und gab damit der Fortuna neue Hoffnung auf einen Punktgewinn. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel dieses ausgezeichneten Spiels wurde sie erfüllt. Dusend zum Ausgleich und anschließend Möglichkeiten sogar zur Führung. Aber die erzielte erneut der Tabellenzweite aus München. Nach diesem Foul an dem hervorragenden Rummenigge verwandelte Grobe den folgenden Elfmeter. 2:3. Die Fortuna wieder in Rückstand, aber erneut auch prompt der Ausgleich. 2 Minuten nach dem Strafstoß das 3:3 durch Bockenfeld, einem der besten Düsseldorfer heute. Das war 23 Minuten vor dem Abpfiff. In der Schlussphase erwiesen sich die Bayern gegenüber den nie aufsteckenden Düsseldorfern als die erfahrenere Mannschaft. Dürrenberger im Alleingang der Torschütze zum 3:4. Und dann noch der 5. Münchner Treffer zum schließlich verdienten 5:3 Sieg über die vom Abstieg bedrohten Düsseldorfer. Dremmler vollendete im 2. Versuch.